Hallo und willkommen zurück zu Let's Play The Book of Unwritten Tales. So, wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Ja, ah ja, genau, die Banane. Also zuerst mal, letztes Mal haben wir uns mit einem MMORPG herumgeärgert, falls man das so nennen kann. Und wir haben schon versucht, den Server zum Absturz zu bringen. Das hat allerdings nicht so wirklich funktioniert. Vielleicht kann ich ihn damit ablenken. Deswegen wollen wir ihn jetzt mal ablenken. Hey, Dämon, schau mal, was ich hier habe. Er sagt immer noch Dämon zum Server. Kannst du noch was tun? Nee, alles steht still. Lag. Ich habe ein Lag. 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 Okay. Da ist die mit der Schale. Ich rege mich schon nicht mehr auf. Warum sollte ich mich darüber aufregen? Was? Ich habe mit dem Spiel angefangen, weil es Spaß gemacht hat. Das tut es nur nicht mehr. Zum. Und wenn es keinen Spaß mehr macht, dann sollte man aufhören. Teufel! Jorge, geht es Ihnen gut? Jorge, Sie müssen atmen. Kommen Sie, wir gehen an die frische Luft. In ein paar Tagen machen wir weiter, in Ordnung? Ich hab's geschafft. Die beiden haben aufgehört. Hoffentlich kann man jetzt halbwegs vernünftig mit ihnen reden. Der Zaubererlehrer muss mir einfach ein Diplom leihen. Wie soll ich sonst in den Turm kommen? Juhu, wir haben es geschafft. Also jetzt geht's mal auf zum Zaubererlehrer. Oder kann ich da jetzt rausgehen auch? Ah, jetzt geht's. Jetzt ist der Server natürlich offline. Gut. Die zwei sind nicht mehr da. Ja, und Jorge, wir haben ja schon gehört, er hat einen Marktstand gehabt, den hat er jetzt teilweise wieder geöffnet. Und wir gehen mal trotzdem in die Zauberschule. Ein Wetterquarz in einer Zaubererschule. Ob meine Eltern akzeptieren, dass ich anders bin? Ja, wir wollen ja Zauberer werden. Ja. Oh. Ui. Ja, die Folge kommt übrigens etwas später, weil ich sie erst relativ spät aufgenommen habe und dann noch rendern muss und uploaden muss. Das wird sich wahrscheinlich erst untertags jetzt ausgehen. Kann ich dir helfen? Schauen wir mal, was der Magierlehrer zu sagen hat. Ich muss ganz dringend zum Erzmagier, Meister Markus. Und warum behelligst du mich damit? Der Erzmagier und ich, wir sind nicht unbedingt die besten Freunde. Warum? Ohne ein Magierdiplom werde ich nicht in die obere Hälfte der Stadt gelassen. Verstehe. Und was soll ich dagegen tun? Ich dachte mir, naja, vielleicht könnten Sie mir ein Diplom leihen. Ich muss den Erzmagier nur ganz kurz sehen und ihm etwas geben. Etwas Wichtiges! Schon klar. Alles, was der Gute macht, ist schließlich wichtig, oder? Aber ich kann dir nicht helfen. Ich kann nicht einfach irgendwelchen Leuten Diplome ausstellen. Die Magiergilde hat mich sowieso schon auf dem Kieker. Gibt es denn gar keinen Weg für mich? Ich muss dem Erzmagier etwas geben. Ich werde es ihm nicht hochbringen. Und Jorge, der Krämer, darf nicht in die obere Stadt. Gib's der Stadtwache, die kann es hochschaffen. Das kann ich nicht. Ich habe geschworen, es dem Erzmagier persönlich zu geben. Dann, mein kleiner Freund, musst du wohl Diplom-Magier werden. Na, dann machen wir das doch, oder? Aber zuerst, Entschuldigung bitte, zuerst... Warum mögen Sie den Erzmagier nicht? Ja, genau. Hat er Ihnen was getan? Nein, es ist dünn. Wir kennen uns nur schon verdammt lang. Unser ganzes Leben, könnte man sagen. Und er fällt mir auf die Nerven. Wieso? Sein erhobener Zeigefinger... Sein Idealismus, sein... Er sieht immer nur das Gute in allem. Was ist falsch daran, an das Gute zu glauben? Nichts, habe ich auch mal. Aber wenn man sich ansieht, was aus dieser Stadt geworden ist, mit so vielen anderen Städten geschieht, dann muss man schon ein Idiot sein, um nicht an allem zu zweifeln. Ich habe keinen Grund dazu. Dann bist du ein glücklicher Gnom. Oder vielleicht ist er auch ein Idiot. Das kann natürlich auch sein. Also, als allererstes, wir wollen Diplom-Magier werden. Kann ich das denn? Diplom-Magier werden, meine ich? Na klar. Jeder kann doch alles werden, wenn er es nur genug will, oder?
So ist es. Nein, so ist es nicht. Aber ich kann es versuchen. Die meisten haben nur so wenig Magie in sich, dass sie in ihrem ganzen Leben keinen einzigen Zauber zustande bringen. Ich will's versuchen. Das ist doch Blödsinn. Was soll ich sonst machen? Ich werde bestimmt nicht hier herumsitzen und nichts tun. Also, wie kann ich Schüler werden? Also gut, Herr Gnome. Wilbur Wetterquarz. Wenn du an dieser vortrefflichen Zaubererschule aufgenommen werden willst, Wilbur, brauchst du drei Dinge. Du brauchst eine Magierrobe. Aber natürlich nicht irgendeinen Fummel. Was Repräsentatives aus Magie gewirktem Stoff. Dann brauchst du einen Zauberstab. Das ist dein wichtigstes Werkzeug als Magier. Und drittens, einen Haufen Gold. Gold? Einen ganzen Haufen. Wenn ich schon meine Zeit verschwende, dann will ich wenigstens dafür bezahlt werden. Also schön. Und wie schnell kann ich dann mein Diplom bekommen? Na, hoffentlich sehr schnell. Hängt ganz von dir ab. Als Schüler dieses Hauses kannst du jederzeit deine Prüfung ablegen. Einige schaffen es recht schnell, die meisten nicht. Und dazu müssen wir wohl erst Schüler werden, oder? Haben Sie nicht vielleicht noch eine alte Robe, die ich tragen könnte? Mit Sicherheit nicht in deiner Größe, kleiner Mann. Außerdem ist es Tradition, dass sich angehende Magier ihre erste Robe selbst schneidern. Kannst du das? Sicher. Ich war immer gut in Handarbeiten. Das ist gut. Du kannst dir nicht vorstellen, wie albern viele Magier mit ihren selbstgeschneiderten Roben aussehen. Oder ohne, wenn ein Windstoß kommt. Magierroben müssen aus einem besonderen Stoff geschneidert werden. Magiegewirktem Stoff. Er schützt dich vor vielen einfachen Zaubern und Flüchen. Aber dafür kann er auch nur mit einer magischen Nadel genäht werden. Also ich brauche magiegewirkten Stoff sowie Nadel und Faden. Das ist klar. Und ich brauche ein Schnittmuster. Immerhin kenne ich mich mit Magierroben nicht aus. Okay. Wie ist das mit dem Zauberstab? Kann ich hier in der Schule einen Zauberstab kaufen? Oder wo gibt es die? Man kann nicht einfach irgendeinen Zauberstab kaufen. Der Stab muss zum Zauberer passen, verstehst du? Der Stab sucht den Zauberer aus, nicht umgekehrt. Hey, das ist ja das Harry Potter. Frag mal Jorge, den Krämer, ob er ein paar Stäbe da hat. Es sind in letzter Zeit eine Menge gute Zauberer umgekommen. Vielleicht hast du Glück. Secondhand-Zauberstäbe. Na, das ist ja toll. Ich bin ein armer Gnom. Woher soll ich nur einen Haufen Gold bekommen? Wenn ich wüsste, wo hier in der Gegend Goldhaufen herumliegen, dann hätte ich mir selbst schon den einen oder anderen geholt, oder? Kann ich meine Schuld nicht vielleicht bei Ihnen abarbeiten, nachdem Sie mich als Schüler aufgenommen haben? Ha! Mit ehrlicher Arbeit kann ein Gnom nicht so viel verdienen. Soll ich es etwa stehlen? Zwischen ehrlicher Arbeit und Stehlen gibt es noch viele Abstufungen. Nimm Wuppermann, den Schausteller. Er ist sehr reich. Und das ohne je gearbeitet zu haben und ohne jemals gestohlen zu haben. Wie geht das? Er kennt die Torheit der Leute und nutzt sie aus. Frag ihn. Wie finde ich ihn? Sein Wagen steht draußen auf den Auwiesen. Hier, nimm das. Eine Postkarte? Sie zeigt dir die wichtigsten Punkte hier in der Nähe an. Du kannst sie benutzen, um schnell von einem Ort zum anderen zu kommen. Also eine magische Postkarte. Die werden wir noch öfters brauchen. Was tragen Sie denn da für eine schöne Brille? Ach das. Das ist eine magische Brille. Damit können wir Magier unsichtbare Geheimschriften lesen. Cool, sowas will ich auch. Sowas gibt's? Sowas will ich auch. Viele Magier sind sehr misstrauisch und hüten ihr Wissen wie einen Schatz. Und was lesen Sie da? Kleinanzeigen im magischen Wochenblatt. Ui. Das ist ja toll. Okay. Ich gehe dann mal und besorge alles, was ich brauche. Klar, wenn du meinst. Nachdem wir jetzt wissen, was wir alles brauchen, werden wir uns zuerst mal hier umsehen. Und schauen, ob wir einige Stücke einsacken können. Eine schöne Kristallkugel auf einem kleinen Ständer. Sie sieht für mich völlig durchsichtig aus. Kein Nebel, kein brennendes Auge und keine Zukunftsvisionen zu sehen. Meister Markus, kann man mit der Kugel die Zukunft vorhersagen? Ach was, das ist alberner Hokuspokus.
Dafür braucht man Teeblätter oder Tarotkarten. Ach so ist das. Und warum haben Sie dann die Kugel? War ein Werbegeschenk. Darf ich sie haben? Von mir aus. Ich habe zwar keine Ahnung, wozu ich die Kugel brauchen sollte, aber wir nehmen sie mal mit. Okay. Es gibt noch einiges anderes hier zu holen, aber was genau wir uns jetzt holen werden und wie wir die Sache nicht zusammenbekommen, die wir brauchen, um als Schüler aufgenommen zu werden, das sehen wir alles nächstes Mal, wenn es wieder heißt Let's Play, The Book of Unwritten Tales. Bis dahin wünsche ich euch natürlich wie immer viel Spaß.